Hey Leute, also die Marine ist krank und hat deswegen keinen Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich verstehen, sich hier dann hinzusetzen und die ganze Zeit zu machen. Und also lieber alleine, aber wird dann wahrscheinlich eine kürzere Session, weil mit der Marine zusammen gibt es ja immer so einen Dialog. Und jetzt alleine beantworte ich halt einfach eure Fragen. Gewinnspiele, die noch offen sind, und Geschichten aus dem Leben führen wir dann auch im nächsten Podcast ein bisschen ausführlicher fort. Also, es sind nämlich ein paar Sachen passiert, die interessant sind, aber darüber reden wir dann zu zweit, weil das finde ich, wie gesagt, ein bisschen lustiger. Ich sage nur so viel, die Sache mit der Autoversicherung ist doch noch nicht abgeschlossen. Vielen Dank an die Versicherungskammer Bayern. Also, ihr habt ein paar interessante Fragen gestellt. Ziemlich viele, obwohl ich das gerade erst gepostet habe. Und ich werde euch gleich sagen, ich komme nicht zu allen. Deswegen mache ich hier nur die, ich am interessantesten finde. Hier, also da, ich sage jetzt nicht die Namen, okay? Weil es ist ein Mädel. Die Frage ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Hämorrhoiden durch Bodybuilding möglich? Ja, auf jeden Fall. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, man isst zu wenig Ballaststoffe, was ja viele Mädels machen durch ihre, ja, manchmal gezwungenermaßen kohlenhydratarme Ernährung, vor allem vor einem Wettkampf. Wenn man dann nur noch so ein bisschen Reis oder vielleicht ein paar Reiswaffeln und Protein isst und vielleicht ein Magerquark, dann kann es sein, dass es nicht so läuft, wie es normalerweise laufen sollte. Und man muss auf der Toilette ziemlich pressen und dann kann einem halt schon mal hinten so eine Ader platzen. Ja. Und dann natürlich beim Training. Ja. Wenn man krass presst, Kreuzheben oder so, Kniebeugen, Beinpresse, kann einem auch da hinten halt, so wollte ich machen. Also ist auf jeden Fall möglich. Lösen kann man das. Ich würde auf jeden Fall ein Ballaststoffsupplement in der Diät nehmen. Irgendeins mit löslichen Ballaststoffen. Zum Beispiel, also einfach ein Flohsamen-Schalenpulver. Das hat auch keine Kalorien oder Kohlenhydrate, obwohl es draufsteht. Da steht zwar drauf x Gramm Kohlenhydrate, aber diese Kohlenhydrate sind ja Ballaststoffe und können deshalb nicht aufgenommen werden. Und sie helfen auf jeden Fall am Laufen halten der Verdauung. Das heißt, ich würde eigentlich so gut wie jedem empfehlen, so 10 Gramm Ballaststoffe mindestens zu supplementieren. Dann geht es gleich weiter. Wie hoch Kurkumin dosieren? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich weiß jetzt die Studien nicht mehr. Also weil ich mag das immer nicht, wenn Leute sagen, ich habe eine Studie oder eine Studie besagt so und so, und man kann dann die Studie überhaupt nicht, man kann dann überhaupt nicht sagen, welche Studie es überhaupt war. Das nervt mich persönlich immer ein bisschen. Aber soweit ich weiß, nicht die schmerzlindernde, sondern die entzündungshemmende Wirkung betrifft, Kurkumin, also ein hochwertiges BCM 95 oder Novasol, die gleiche Stärke wie Ibuprofen, also Milligramm für Milligramm. Und wenn man halt, sagen wir mal, ich habe jetzt akut irgendwo eine Entzündung,
sowas wie eine Patellasehne oder irgendwie sowas. Würde ich es auf jeden Fall nehmen. Es muss sein morgens nüchtern. Morgens nüchtern. Okay? Nicht mitten essen oder so, sondern morgens als erstes nach dem Aufstehen mit Wasser. Und ich nehme da auf einmal bis zu 1000 Milligramm. Jetzt muss man halt ausprobieren. Ganz ehrlich, in so einem akuten Fall ist mehr für mich immer ein bisschen besser, weil es hat keine Nebenwirkungen. 1000 Milligramm Ibuprofen würde ich nicht auf nüchternen Magen nehmen. Aber da kann eigentlich überhaupt nichts, da kann nichts passieren ohne eigentlich. Deswegen, wenn du wirklich ein krasses Problem mit einer Entzündung gerade hast, dann nimm morgens nüchtern 5 Stück. Meistens sind die Tabletten oder die Kapseln 200 Milligramm. Und dann kannst du halt so eine Haltungsdosis machen. Das mache ich immer. 2 bis 3 morgens nüchtern und fertig. Dann Ihre letzte Frage. Tipps gegen Unterarmschmerzen. Leider ist Unterarmschmerzen ein sehr weit gefächerter Begriff. Es kann zum Beispiel sein, dass dir das Handgelenk wehtut beim Drücken, also das Handgelenk selber, durch Überlastung einfach. Dann kann es sein, dass du Tennisarm hast, Golfarm, so eine Knochenhautentzündung von zu schweren Langhantelcurls oder sowas. Hatte ich alles schon. Und deswegen kann ich leider keine Tipps geben. Was immer hilft, und das, ihr wisst es, was ich jetzt sage, weglassen, was weh tut. Okay? Das ist immer der allererste Schritt. Weglassen, was weh tut. Finden, was die Ursache ist. Also das ist meistens, das ist ja in einem, weil wenn man weglässt, was weh tut, dann hat man rausgefunden, was die Ursache ist. Und dann eine Diagnose am besten, also wenn es sein muss, per MRT erstellen lassen und Gegenmaßnahmen einleiten. Das kann ein Physiotherapeut machen, oft kann man es auch selber machen, aber man muss halt erstmal rausfinden, was man hat. Also Tennisarm, Golfarm, so eine Knochenhautentzündung. Das gleiche bekommen auch diese, zum Beispiel Shinsplints. Das hatte ich früher beim Basketball immer, wenn wir auf Beton gespielt haben. Da hat mir immer das Schienbein wehgetan. Das kann auch hier sein. Ja? Oder halt, weil du, wenn du zu schwer drückst, dann tut dir halt das Handgelenk weh. Also, ja. Deswegen kann ich leider keine konkreten Tipps geben. Und was immer arbeitet, genau. Ich habe vielen Leuten den Tipp gegeben, sobald die Schmerzen dann weg sind, anfangen, Unterarme zu trainieren. Weil wenn Muskeln stark sind, unterstützen sie den ganzen Bewegungsapparat hier. Und dann bekommt man weniger schnell Schmerzen. Ja. Ja, wieso ist die deutsche Bodybuilding-Szene so dermaßen verbitscht? Weiß ich auch nicht. Ich habe mir die Fragen noch gar nicht angeschaut. Hier fragt einer: Erfahrung mit TB500 und BPC157. Menge, Dosierung, Intervall, Einsatzzeitraum, danke. Also pass auf. Man muss mal ganz wichtig verstehen, dass das zwei unterschiedliche Wirkstoffe sind, die auch Unterschiedliches im Körper bewirken. Ganz wichtig für alle. TB500 ist bevorzugt einzusetzen für alle Verletzungen, die irgendwas mit, ich sag mal, Fleisch zu tun haben. Also wenn du einen Schnitt hast von einer Operation, die Haut oder der Muskel, wenn du dir einen Muskel reißt im Bauch, okay,
oder wenn du ja einfach nur eine Schramme hast irgendwo. Bei sowas ist TB500. Oder sagen wir, du bekommst die Weisheitszähne rausgenommen und hast hier so ein riesen Loch dann in den Backen. Ja? Also hinten da, wo die Backenzähne waren. Für sowas ist TB500. Für Fleischheilung, sage ich mal. Ja? BPC157 wirkt besonders auf so Bindegewebe und Knochen. Erschmarrn. Bindegewebe und Sehnen. Das heißt, wenn ich eine Sehnenscheidenentzündung habe, wenn mir ein Muskel reißt an der Sehne, am Ansatz oder am Ursprung und der wird wieder hingenäht, so Bizeps oder sowas, dass dieses Kollagen da wieder wächst. Für sowas ist BPC157. Und TB500 ist so gut wie eigentlich egal, wo man es hinspritzt. Einfach nur irgendwo intramuskulär mit einer Insulinnadel fertig. BPC157 auch. Es wirkt auch systemisch. Aber man sollte es, wenn es geht, möglichst nah an die betroffene Stelle spritzen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sowas hat wie, ich sag mal, ein Knorpelschaden im Knie oder sowas. Oder man hat eine Schulteroperation gehabt, also im Gelenk, irgend so ein arthroskopisches Blabla. Dann kann man natürlich keine interartikuläre Injektion jeden Tag machen. Das heißt, man spritzt es einfach irgendwo in die Nähe, so, dieses betroffenen Bereichs. Also wenn jetzt meine Trizepssehne entzündet ist hier hinten, dann spritze ich es einfach irgendwo da so hin, okay? BPC157, wie gesagt, ist für Sehnen, Bänder, Knorpel, TB500 für fleischige Verletzungen. Genauen Einnahmeschema weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, bei BPC157 sollte man, also ich habe es, das kann man googeln, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau auswendig. Das muss man öfter nehmen, so zweimal am Tag mindestens. Und TB500, ich glaube einmal oder einmal alle zwei, müsst ihr nachschauen, weiß ich nicht genau auswendig. Ich laber nicht rum hier, weil schon wenn ich nicht genau weiß, dann sage ich, ich weiß es nicht genau. Hier eure Podcasts erleichtern das Cardio, weiß ich zu schätzen. Dankeschön. Darf man eine lange Frage per Nachricht stellen? Nein. Weil erstens vergesse ich das. Okay, weil ich glaube gar nicht, wie viele Leute mir lange Nachrichten schicken. Und ich habe wirklich, also wenn ich weiß, was er meint mit lange Nachricht. Und zwar dann kommt sowas. Hallo, ich bin 37 Jahre alt, 1,80 Meter groß, trainiere seit 15 Jahren oder seit 10 Jahren oder was weiß ich. Wiege 98 Kilo, ich mache seit 3 Wochen Diät. Meine Kohlenhydrate sind bei 200, meine Kalorien sind bla 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 bla. Was soll ich jetzt machen? Ich meine, das ist keine Frage, das ist eine Hausaufgabe. Oder das ist was, was man macht mit einem Coach zusammen. Da muss ich erstmal, da gibt es so viele, da müsste ich so viele Gegenfragen stellen, um zu recherchieren, an welchem Punkt er sich gerade befindet und wie sein Leben gerade, also wie ich diese Situation gerade lösen soll oder ob wie ich diese Situation am optimalsten löse und ihm einen Tipp gebe, das ist Coaching. Das ist keine Frage. Fragen sind sowas hier, was die Leute da stellen. Deswegen, solche langen Fragen beantworte ich grundsätzlich nicht. Hier, was liebst du an Maren? Sehr viel. Was mir auf Anhieb einfällt,
Was ich am Anfang total sympathisch fand, immer noch finde, ist, passt auf, stellt euch vor, ihr seid bei so einem Bikini-Wettkampf oder einfach nur eure Freundin oder irgendjemand, den ihr kennt, ihr seht so Mädels, die treffen sich und dann geht's so: Hi, wie geht's dir? Du siehst so toll aus, du Hübsche. Oh nein, du bist so hübsch. Umarmt, bla bla. Dieses hysterische, aufgesetzte: Oh, du bist so hübsch. Nein, du bist so hübsch. Ach, Ja, dies exakt das Gegenteil davon. Okay? Also wirklich das genaue Gegenteil von diesem lächerlichen Affentheater, dass die meisten Frauen abziehen den ganzen Tag, dieses aufgesetzte, hysterisch laute, emotionale, genau das Gegenteil. Das war mir von Anfang an sympathisch. Okay? Und dann gibt es noch 100.000 andere Sachen. Also, die sind so im Alltag, wenn man sich halt dann kennengelernt hat, auf die man schlecht so mit dem Finger zeigen kann und sagt: Oh ja, das. Oder: Oh ja, das. Im Grunde ist halt immer wieder, worauf es hinausläuft, darüber haben wir auch schon end auf dem Podcast geredet, dass jeder den anderen machen lässt, was er will, ohne ihn irgendwie dafür zu verurteilen oder lächerlich zu machen. Oh, das ist auch ganz wichtig, was ich immer sehe, wenn so Pärchen weggehen zusammen. Ja, sagen wir mal, es treffen sich so zwei, drei Pärchen, was weiß ich, sechs Leute, wie gesagt, und dann macht einer aus dem Pärchen, das sind ja, wir haben ja hier drei Pärchen, und jetzt macht einer einen Witz auf die Kosten seiner Frau. Oder die Frau macht einen Witz auf die Kosten ihres Typs. So macht ihn so ein bisschen lächerlich vor den anderen. So ein konkretes Beispiel ist so, mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein konkretes Beispiel ein, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man so mit Freunden weggeht und dann die Freundin von einem macht sich immer lustig über ihn. Ja, dass er so ein, wie blöd er ist oder irgendwie sowas. Oder, oh ja, tolles Beispiel hier. Ein Freund mit einer Freundin macht sich über die anderen lustig, also vor den anderen auf Kosten seiner Frau lustig, dass sie so eine schlechte Autofahrerin ist oder irgendwie sowas. Und dann lachen alle über die. Und dann lacht ihr da zu viert oder zu fünft über die und die eine ist ganz allein. Sowas würde die nie machen. Sowas würde ich auch nie machen. Kam auch noch nie vor. Und das ist so diese Loyalität. Loyalität. Loyalität ist ganz wichtig. Toleranz. Und wie gesagt, dieses komische Hysterische hat mich von Anfang an aufgeregt, schon bei allen Frauen immer. Und dass sie halt selbstständig ist. Oh, es gibt so viele Sachen. Und dann hat, ja, dann gibt es halt noch viele andere Geschichten, die ich jetzt unbedingt nicht erzählen will. So private, aber okay. Und es hat jetzt alles hier nichts mit irgendwelchen sexuellen Sachen zu tun. Hier, dann mal wieder was Bodybuilding-mäßiges. Wie die eigene Testoproduktion in einer langen Kur nicht verlieren. Was kann man einnehmen? Gar nichts. Wenn du Testosteron nimmst oder irgendein anderes Steroid, also ein anderes, falsch ausgedrückt, ein anderes anaboles Steroid, wird deine eigene Hormonproduktion nach unten gefahren beziehungsweise abgeschalten für diesen Zeitraum, Testosteronproduktion. Und du musst dich halt darum kümmern, wenn du möchtest, dass sie wieder anspringt.
In alten Interviews mit Pit, Samatze, Busse, in Klammern Rap One, ja wer denn sonst bitte? Relativ stabil aus. War er mal aktiver Athlet. Also auf der Bühne war er noch nicht. Aber ich glaube, dass er früher, ich weiß nicht, ob er jetzt noch trainiert. Vielleicht so ein bisschen ab und zu nebenbei. Aber früher war er auf jeden Fall viel, also so wie ich das mitbekommen habe, ernsthafter unterwegs. Weil zum Beispiel, wenn wir so eine Roman Fritz Week gedreht haben, damals noch so in 2014, 13, und dann hat er immer, nachdem wir trainiert haben oder nachdem ich trainiert habe, hat er auch trainiert. Oder davor und so. Und das macht er jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen bei unseren vergangenen Terminen. Im neuen Gym habe ich durch dich einen Buddy gefunden. Er hatte Rextreme-Bandagen und ich alles aus Nichts-Shaker. Hey, freut mich für euch. Das ganze Merch gibt es natürlich im Shop. Und unten ist der Link zum Shop, zu den Bandagen und zum Shaker, wenn ihr euch auch eindecken wollt. Hast du Erfahrungen mit Mahlzeiten, in Anführungszeichen, wie Y-Food, also Y-Food und Co.? Habe ich noch nie gehört. Y-Food. Wenn der Pump während des Trainings allmählich nachlässt, ist der Muskel dann am Ende. Auf jeden Fall sind, es kann mehrere Gründe haben. Entweder dein Einsatz lässt nach, also du steckst weniger in die Sätze rein, weil du unkonzentriert wirst oder keinen Bock mehr hast. Oder deine Glykogenreserven werden halt leer. Meistens liegt es aber an den Elektrolyten. Also wenn du nicht genug Salz und so vorher an Bord hattest, das ist viel ausschlaggebender für den Pump als alles andere. Also Salz und Wasser. Salz, Wasser, Kohlenhydrate machen, dass dein Pump lange am Leben erhalten bleibt, sag ich mal. Also wenn du davon nicht genug hast, deswegen auch ein Intra-Drink mit ganz vielen Elektrolyten, Wasser und Kohlenhydraten, dann kann man Trainingseinheiten verlängern und auch bis zum Ende gleich produktiv halten. Wenn Fragen nicht drankommen, dann weil sie schlecht sind oder einfach nochmal fragen. Manchmal lasse ich Fragen aus, weil die wurden schon endoft gefragt. So wie deine Frage von hier oben, was für Filme schaust du gerne an und was für Genres? Ja, die wurde, glaube ich, jetzt mindestens schon 5-mal gefragt. Deswegen lasse ich solche Fragen dann weg. Also das war eine Frage von dir, die ich weggelassen habe. Musst du deinem Sponsor eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geben bei Krankheit? Also, wenn man jetzt auf ein Event gebucht ist, wie zum Beispiel FIBO, und alles ist gebucht, Hotelzimmer und so und Reise, und man wird dann krank, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Sponsor eine Bescheinigung vom Arzt sehen möchte, um sicher zu oder um festzustellen, ob du nicht einfach nur eine faule Sau bist. Aber die meisten von uns, also in den Verträgen, steht ja immer nur drin, welche Werbeleistungen wir erbringen müssen. Und es sind ja nicht ständig irgendwelche Events. Zum Beispiel steht drin, muss bei 12 Veranstaltungen im Jahr anwesend sein. Diese Veranstaltungen könnten zum Beispiel Messen, Wettkämpfe, Fotoshootings, bla 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 sein. Ja? Und wenn du dann einen Termin
festlegst, die Reise ist gebucht, alles Mögliche und du sagst dann kurz vorher ab, dann, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, die wollen eine Bescheinigung. Wenn du einfach nur... Ansonsten müssen wir eigentlich nur posten. Also du musst so und so viele Stories pro Monat, pro Woche machen oder so und so viele feste Posts pro Woche. Und das ganz ehrlich, das kann man auch machen, wenn man Schnupfen hat oder eine Grippe. Also. Kreatin in oder vor dem Training? In diesen Intra-Workout-Drink würde ich kein Kreatin und Glutamin reinmachen, weil die sind beide in Wasser nicht stabil und zerfallen nach einer Zeit. Sogar ziemlich schnell. Und deswegen würde ich mich einfach, optimalerweise würde ich es nach dem Training nehmen. Weil meine Logik ist, ich habe gerade die Kreatinreserven erschöpft. Jetzt ist meine Muskeln besonders aufnahmefähig für Kreatin und natürlich auch andere Nährstoffe. Und dann ist der Zeitpunkt, wo ich es einnehme. Also Lukas, nimm es nach dem Training. Entweder mit einem Shake oder mit der Mahlzeit danach. Das muss kein Getränk sein. Es kann auch einfach ein Hühnchen und Reis danach sein. Ah, die Frage hier ist gut. Wie ist deine Meinung zu Ecdysteron, Turkesteron? Also / Turkesteron. Leute, bitte lasst euch nicht verarschen von so einer Scheiße. Ich mache jetzt Bodybuilding oder dieses ganze Fitnesszeug. An Weihnachten, jetzt kommendes Weihnachten, sind es 20 Jahre. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele komische Supplements mit abartigen Namen ich kommen und gehen absehen und noch wiederkommen absehen, weil Ecdysteron gab es schon zweimal in diesen 20 Jahren, ja, als neueste Erfindung. Und es ist einfach Schwachsinn. Und ob das jetzt Ecdysteron, Turkesteron, Albanesteron, Almanesteron, Afghanesteron oder Englandesteron heißt, ja, ist scheißegal. Okay? Es ist Schwachsinn. Das haben mehrere Leute gefragt. Hier habe ich vorgesehen. Deine Meinung zur Abschaltung von Team Andro? Ist mir scheißegal. Hat keine Auswirkungen auf mein Leben. Also interessiert es mich nicht. Wann kommen neue Trainingsvideos mit Justin? Ja, muss ich ehrlich gesagt sagen, hier der Justin ist einer meiner, eigentlich muss ich sagen, bisher mein Lieblings-Video-Trainingspartner. Ah, nee, Jason Haar war besser. Mit dem hat es noch mehr Spaß gemacht. Aber Justin, jederzeit, wenn du mal wieder Bock hast, komme ich zu euch gefahren oder du wieder hierher. Und dann machen wir was. Push-Pull-Beine oder normal 4er-5er-Split? Ganz ehrlich, so wie es dir am meisten Spaß macht. Also wirklich, mach so, wie es dir am meisten Spaß macht. Es ist wirklich ziemlich egal. Ja, mach, wie es dir am meisten Spaß macht. Zockst du PlayStation? Wenn ja, was für Games? Ich muss sagen, ich bin Nintendo-Fan. Ich habe nur leider schon sehr lange nicht mehr gespielt. Aber da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da steht ein Nintendo 64. In der Packung. Das ist die Originalverpackung, okay? Hier. Nehmen Profis auch China HGH? Ja. Was beachten bei 6 Einheiten HGH? Dass auch wirklich 6 Einheiten HGH drin sind. Hi Roman,
Bei der ersten Übung spüre ich die Muskelgruppe, zweite Übung kaum noch. Tipps? Das ist natürlich schwer zu beantworten. Es könnte auch an mehreren Sachen liegen. Wir haben ja vorher schon über die Nährstoffversorgung geredet. Es könnte auch sein, dass du, jetzt mal ehrlich, nimm es mir nicht übel, scheiß Übungen wählst. Okay? Und das ist, klingt nach einer Anfängerfrage, also als ob du noch nicht so lange dabei wärst. Ich hatte früher auch bei so Sachen wie Brust immer das Problem, ganz ehrlich, dass ich so gut wie gar nichts in der Brust gespürt habe. Immer nur die Schultern, ja, und Brust. Pff. Man muss da einfach dann weitermachen. Ich meine, also jahrelang. Und irgendwann lernt man es. Und irgendwann lernt man auch die Übungen, also mehr als eine Übung zu spüren. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich sympathisiere schon mit der Frage. Weil ich hatte das Problem früher echt oft, dass ich so die erste Rückenübung zum Beispiel richtig gut gespürt habe und dann bei der nächsten nur noch meinen Bizeps und meine Unterarme oder meine hintere Schulter. Also ich glaube ehrlich, dass das Übungssache ist. Gesetzt im Fall, du wählst die Übungen aus, die natürlich am besten zu deinem Körper passen. Und auch die Griffbreiten oder Standbreiten. Also das ist schwer zu beantworten, aber vielleicht hat es ja ein bisschen geholfen. Es wird auf jeden Fall besser mit der Zeit, glaub mir. Erste Mahlzeit ohne Carbs in der Diät, kommt drauf an, wenn du trainierst. Also wann du trainierst. Wenn du am Abend trainierst, kannst du logisch ganz easy die Kohlenhydrate in der ersten, also im Frühstück weglassen. Gar kein Problem. Jetzt gleiche Frage von dem Typ. Carbs vor, während, nach dem Training in der Diät. Also Fragezeichen. Ja, optimalerweise. Und wenn ich mich entscheiden müsste für eins, dann würde ich sagen, während und danach. Ja. Aber optimalerweise ist es schon, wenn dass du es aufteilst. Also so davor und danach ist schon wichtig. Während ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, wenn du wirklich an einer harten Diät bist und nur noch 100 Kohlenhydrate übrig hast oder so und du machst 50 davor und 50 danach und das ist deine ganze Kohlenhydratversorgung für den Tag, ja, dann würde ich es so machen. Okay. Hier fragt einer wegen seiner chronischen Nasennebenhöhlenentzündung, kann ich dir leider überhaupt nicht helfen. Absolut keine Ahnung. Hast du ein Lieblingsparfum? Ja, bei Männern. Früher gab es eins von Max, also M-E-M-E-Doppel-X. Das hieß einfach nur Men, also M-E-N. So türkis war das. Das fand ich richtig gut. Das gibt es leider nicht mehr. Meine Top 3 Fruchtgummis. Ich weiß, die Bahrain würde ich jetzt sagen, sie mag am liebsten diese Bricks. Die sind ganz vorne mit dabei. Dann glaube ich, sie mag auch ziemlich gern Lakritz-Sachen. Ich weiß nicht, ob das als Fruchtgummi zählt. Und dann noch irgendwas Saures. Und bei mir ist Nummer 1 auf jeden Fall Tropi Frutti. Tropi Frutti ist Nummer 1, weil die so eine coole Konsistenz haben. Mit dieser härteren Schale und dann so einem weichen Kern. Dann mag ich diese Berries mit den Kugeln. Diese da, wo es so rote und dunkelblaue, also oder schwarze gibt. Und Nummer 3, ich mag nicht so gern die Sachen, die so krass zwischen den Zähnen hängen bleiben, das hasse ich.
Also Tropi Frutti, Berries und da gibt es welche, die sind aber nicht von Haribo, sondern von dieser Marke, das ist so eine Gesundheitsmarke. Boah, das war eklig gerade. So eine Gesundheitsmarke. Hoffentlich hatte ich die Rotze hier nicht die ganze Zeit im Video. Aber bleibt drin. Also Gesundheitsmarke, keine Ahnung, wie die heißen, aber die heißen Janosch Bärenfreunde. Die haben auch so eine ganz besondere Konsistenz. Da sind so Tigerenten und Bären und so drin. Die mag ich gern. Sind aber scheiß teuer. Gibt es nur in so 50 Gramm Tütchen. Und wie gesagt, sind arschteuer. Und früher in der Apotheke gab es auch noch immer so Gummibären. Die waren irgendwie so, ja, so weil die waren ohne Bienenhonig, glaube ich, ohne dieses Bienenwachs außen. Die waren so ein bisschen rau. Die waren auch geil. Ich habe vergessen, wie die heißen. Nach dem Training die Muskeln warm halten, Pullover, lange Hose oder langsam auskühlen lassen. Also darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Langsam auskühlen lassen, also ich würde jetzt nicht extra nichts anziehen oder weniger anziehen, dass die auskühlen. Ich würde mich halt einfach gemäß der Umweltverhältnisse kleiden. Leute, manche von euch stecken ein bisschen zu viel Gedankengut in die Nebensachen. Zieht euch einfach so an, dass euch nicht zu kalt und nicht zu warm ist. Hier fragt einer, Versicherung nach dem Vorfall gewechselt. Ja, diese Bastarde, also ich wechsle wirklich. Aber ich erzähle euch nächstes Mal, also wir erzählen euch nächstes Mal, was der Stand ist. Das spinnt, ich glaube ich, also wirklich. Ganz viele Leute wünschen auch der Maren gute Besserung. Vielen Dank. Ich weiß, das freut sie. Also hiermit in ihrem Namen zurück. Hier, das ist eine komische Sache, darüber kann ich noch kurz reden. Muskelaufbau auf Erhaltungskalorien möglich, als Fortgeschrittener, wird gerade viel behauptet. Das ist so eine Sache, die ist ein bisschen umstritten. Ich würde zunächst mal sagen, ja. Okay, Muskelaufbau, aber gleichbleibendes Körpergewicht. Aber um das durchzuführen, muss man wirklich seine Ernährung und sein Training und sein Cardio optimal timen und durchziehen. Beispiel. Sagen wir mal Fettverbrennung. Wenn ich morgens nüchtern Cardio mache mit einem niedrigen Blutzuckerspiegel, dann bleibt meinem Körper so gut wie nichts anderes übrig, als bevorzugt Fett zu verbrennen, um dieses Cardio zu befeuern. Ja? Also sagen wir, morgens nüchtern, ich wache auf mit einem Blutzucker von 70 und gehe aufs Laufband und mache eine Stunde aerobes Ausdauertraining. Dann verbrennt mein Körper bevorzugt Fett. Selbst wenn ich den Rest des Tages über meinen Erhaltungskalorien esse, hat mein Körper da Fett verbrannt. Okay? Das heißt, nach dieser Theorie ist es auf jeden Fall möglich, Fett zu verbrennen,
obwohl man Muskeln aufbaut. Okay? Also man kann an einem Tag gleichzeitig magerer werden zu dieser Uhrzeit, aber zu einer anderen Uhrzeit anabol sein. Es ist nicht so, dass der Körper am Abend wie so eine Registerkasse abschließt, sagt, kaching, alles wieder auf Null, es ist 0 Uhr, alles wieder auf Null und jetzt Kassensturz. Heute hatten wir 300 Kalorien Überschuss, das heißt, davon baue ich so und so viel Gramm Fett auf und so viel Gramm Proteinmasse und weiter, nächster Tag. Man kann den Tag so einteilen, dass man zu bestimmten Zeitpunkten unterschiedliche Sachen im Körper macht. Muskelaufbau ist natürlich ein länger währender Vorgang als wie akute Fettverbrennung. Das heißt, es ist nicht optimal, wenn man nicht ständig überkalorisch isst, hyperkalorisch, ja, Latein, Nährstoffe zuführt. Aber es sollte durchaus möglich sein, wenn alles optimal läuft, aber nicht, es sollte durchaus möglich sein, wenn die Ernährung 100%ig stimmt, das Training 100%ig stimmt, Timing, Nährstoffversorgung und so, dass man gleich viel wiegt, gleich viel wiegen bleibt auf der Waage, ja, aber magerer wird. Das heißt, man hat die gleichen Erhaltungskalorien und wird magerer, weil man halt alles so optimal macht. Ist aber sehr schwierig und ich würde auch sagen suboptimal. Man sollte sich für ein Ziel entscheiden. Also wenn man maximale Ergebnisse haben will, entscheidet man sich für ein Ziel, macht alles, um dieses Ziel zu erreichen und über den Rest oder den Fettabbau in dem Moment kann man sich dann Gedanken machen, wenn das das Ziel ist. Weil ihr müsst mal überlegen, ich habe ja gesagt, Muskelaufbau ist ein viel langwierigerer und schwierigerer Vorgang als wie Fettverbrennung. Und wenn ich jetzt, sagen wir, 5 Kilo Muskeln aufbaue, aber dabei auch 5 Kilo Fett, ja, diese 5 Kilo Fett bin ich so schnell wieder los im Vergleich zu dem, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, 5 Kilo Muskeln aufzubauen. Das heißt, wenn ich 5 Kilo Muskeln aufbaue, also wenn ich 5 Kilo Fett aufbaue, während mein Ziel 5 Kilo Muskelaufbau war und ich erreiche dieses 5 Kilo Muskelaufbauziel, dann habe ich halt die 5 Kilo Fett dabei aufgebaut, weil die 5 Kilo Fett, die bin ich in, wenn ich will, in einem Monat wieder los. Aber 5 Kilo Muskelaufbau dauert mindestens ein Jahr bei den meisten. Okay? Also sucht euch ein Ziel, verfolgt dieses Ziel und macht euch Gedanken über den Rest, wenn ihr ein anderes Ziel habt. Aber auch nicht ständig die Ziele ändern. So diese Woche das, nächste Woche das. Ja. Wie viele Carbs nimmst du täglich zu dir in der Off-Season? Also mein Minimum ist 1000 Gramm Kohlenhydrate. Und alles darüber hinaus freue ich mich. Also es sind jetzt meistens durchschnittlich so 1200, 1200 ungefähr. Meinung zu Tongat Ali. Also ich weiß nicht, ob das ein Supplement ist oder ein Mensch. Das ist auch eine Frage hier. Sind hochdosierte Vitamininfusionen sinnvoll oder nur ein Hype? Es gibt Vitamine, die können gespeichert werden. Vitamin D und so. Vitamin C, wenn man so, ich habe mal irgendwo gehört, dass Brandopfern zum Beispiel, also die schwere Verbrennungen erlitten haben, denen wird ganz viel Vitamin C verabreicht, weil das die Wundheilung beschleunigt. Aber ansonsten ist Vitamin C ja ein wasserlösliches Vitamin, auch die ganzen B-Vitamine.
Und wenn man sich so eine brutale Dosis auf einmal gibt, dann wird das meiste, der Körper nimmt halt so viel, wie er in dem Moment gerade braucht, den Rest pisst er raus. Ich weiß noch früher bei dem Multivitamin von Animal, bei dem Animal Pack, da war so eine richtig dicke Vitamin B-Pille dabei. Und ich habe die immer zerbrochen und eine Hälfte morgens und die andere Hälfte abends genommen, weil wenn ich die auf einmal genommen habe, und das war sogar ein Phänomen, das haben sogar die bei Animal so genannt, Pack Piss, also Pack Pisse. Du nimmst das Pack und danach ist deine Pisse so neongelb, von dem, weil du das Vitamin B halt einfach gleich wieder auspisst, so eine Stunde später. Und das fand ich immer ziemlich bescheuert und deswegen habe ich diese Pillen dann zerbrochen und eine morgens, eine abends genommen. Und selbst dann hatte ich noch komische Verfärbungen im Urin. Also wenn du mich fragst, wenn man jetzt kein akutes Problem hat, wie zum Beispiel Verbrennungen und man bekommt das Vitamin C zur Wundheilung, dann glaube ich, ist es einfach Schwachsinn. Manche Vitamine werden auch besser aufgenommen, intravenös. Aber ganz ehrlich, man braucht es nicht, weil früher haben die Leute auch gelebt. Weißt schon? Und ich weiß nicht, was das kostet, so eine Infusion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das günstig ist. Ja, und deswegen ist es auch wieder die Frage, ist es den Preis wert? Wie vertreibst du dir schlaflose Diätnächte während einer PrEP? Ich muss zugeben, ich habe keine schlaflosen Diätnächte. Nie. Nie. Ich penne einfach. Ganz ehrlich. Okay, das war's so viel wie die Sachen, die ich hier interessant finde. Dann Leute, bitte abonniert den Kanal, ja, bitte, und ich weiß, heute war es ein bisschen langweilig, vielleicht nicht so humorvoll und wie sonst, weil die Marie nicht dabei war, ist schade, aber ich dachte mir, ich gebe euch eine kleine, trotzdem eine kleine Session. Und ja, das war's erstmal. Dann danke fürs Zuschauen und bitte Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.